Heute große Premiere, Greenscreen-Tour. Vielleicht klären wir einmal, was ist denn die Greenscreen-Tour? Was hat es damit auf sich? Greenscreen ist Europas größtes Naturfilmfestival und da werden natürlich jedes Jahr viele hundert Filme eingereicht und prämiert. Und wir, das Festivalteam, haben jetzt 7 Filme ausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben, die wir besonders wichtig finden. Und aus diesen 7 Filmen haben wir sozusagen einen Zusammenschnitt gemacht. Da ist dann jeder einzelne Film vielleicht noch 10, 15 Minuten lang. Und so kann man bei dieser Veranstaltung also die 7 besten Naturfilme des Jahres auf einen Streich innerhalb von 100 Minuten sehen. Und dazu kommen dann auch noch richtig gute Tierfilmer oder Fotochefs oder Leute wie ich zwischendurch auf die Bühne und erklären so ein bisschen was dazu, wie die Filme eigentlich entstanden sind. Also das Ganze ist so ein Event, moderiert mit den Filmemachern und anderen Leuten auf der Bühne und die besten Filme des Jahres. Warum haben Sie sich hier für die Hamburg Messe als Premierenort entschieden? Warum passt es hier unbedingt in diese diese Freizeitweltenmesse so gut rein? Zum einen, weil wir natürlich als Greenscreen Festival auch Norddeutsche sind und Hamburg ist die große Stadt Norddeutschlands, also das ist für uns ein idealer Premierenort. Und weil ich ganz in der Nähe wohne, natürlich auch immer sehe, wenn eine interessante Messe ist. Und die Menschen, die auf diese Messe kommen, das sind natürlich auch die Menschen, zum Großteil zumindest, die auch ein Interesse an Outdoor-Aktivitäten haben, an Natur haben, an Reisen haben. Also all die Dinge, die beim Naturfilm eine große Rolle spielen. Und deshalb, glaube ich, verbindet sich das sehr gut. Und das ist ja unsere Deutschland-Premiere. Wir touren durch ganz Deutschland. Und heute Abend ist der erste Abend und wir sind alle ziemlich aufgeregt, weil wir ja noch gar nicht wissen, ob es den Zuschauern überhaupt gefällt. Entweder sie klatschen oder sie buhen. Und wir wissen noch nicht, was passiert. Ja.